zur ersten Runde. Das war das Ende der ersten Runde. Jean Gibbons aus den USA ist geboren am 14.11.66, hat 20 Profikämpfe, 10 Siege, 3 Unentschieden. In der blauen Ecke Rüdiger May aus Frankfurt an der Oder ist geboren am 26.11.74, hat 5 Kämpfe, 5 Siege. Seconds out, please. Ringfrei zur Runde 2. Thank you.
Das war das Ende der zweiten Runde. Eine interessante Information zu Sean Gibbons aus den USA, zu dem Mann in der roten Ecke. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hat er in den USA gegen den Schauspieler Mickey Rourke geboxt. Und der Kampf endete unentschieden. Und jetzt wissen Sie auch, wo er die schauspielerischen Fähigkeiten her hat. Ringfrei zur dritten Runde. Das war das Ende der dritten Runde und wir haben Zeit, einen Mann zu begrüßen in der Ecke von Rüdiger May, den Sie längst erkannt haben, der Henry Maske zum Weltmeister gemacht hat, der für die Erfolge von Axel Schulz verantwortlich ist.
Wir begrüßen in Bielefeld den Trainer und früheren Olympiasieger Manfred Wolke. Ringfrei zur vierten Runde. Und hier das offizielle Urteil. Ringrichter Heinrich Möhmert aus Dienstlaken brach nach 1 Minute und 42 Sekunden der vierten Runde diesen Fight ab. Sieger durch technischen K.O. aus Frankfurt an der Oder, Rüdiger May.